Sonja, du sammelst hier jetzt schon seit einer Stunde sehr erfolgreich. Wie ist deine Erfahrung? Sehr positiv. Die Leute haben Interesse dran, sie hören zu und sie finden auch die Agenda sehr gut. Es gibt natürlich auch viele, die vorbeigehen, aber es ist eine sehr positive Resonanz. Dada, wie läuft's Sammeln hier? Ja, ich bin all denen dankbar, die mir eine Unterstützungsunterschrift geben. Wir sammeln ja die Unterstützungsunterschriften für die Teilnahme an der Bundestagswahl und für die Abschaffung von Massentierhaltung, für Friedenspolitik, für eine humanistische Politik. Und die Leute unterstützen uns hier mit ihrer Unterschrift und denen bin ich sehr dankbar. Viktor, wie läuft hier das Sammeln? Ja, das läuft bis jetzt ganz gut. Also ich bin zum ersten Mal am Sammeln. Ich habe ein paar Unterschriften gesammelt. Ist eine erste Erfahrung für mich, in 50 Jahren auf der Straße zu stehen, Unterschriften zu sammeln. Aber für so eine gute Sache mache ich das gerne. Wie war deine Erfahrung hier heute mit dem Sammeln? Ich bin so dankbar. Es ist ein wundervoller, strahlender Tag. Und ich habe ein tolles Team, alle sind hochmotiviert und wir haben so nette Passanten getroffen. Also Stadt Ravensburg, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr begeistert. Es war eine tolle Aktion heute hier in Ravensburg. Es war ein Fluss, der da war. Ich habe Menschen getroffen, die mir sehr nahe waren und die ich einfach treffen musste. Warum nimmst du das auf dich hier im gleißenden Sonnenschein? Am Wochenende zu sammeln, statt vielleicht am See zu liegen? Weil ich denke, dass die Zukunft uns alle betrifft und ich glaube, nichts für die Zukunft zu tun ist schlimmer, als was für die Zukunft zu tun. Ich gehe mit einem ganz warmen Gefühl und vielen Unterschriften nach Hause. Wie viele Unterschriften? Ich habe sie nicht gezählt. Also wir haben die offiziellen Resultate, wir haben insgesamt 191 Zettel gesammelt, also Unterschriften gesammelt. Das ist ja genial! Super. Dass sie auch kandidiert für die Bundestagswahl. Sie kandidiert ja auch für die Landtagswahl, die nächstes Jahr im Frühjahr stattfinden wird. Warum kandidierst du? Ich kandidiere genau aus diesen Zielen, aus den Zielen der Partei. Also um die Massentierhaltung abzuschaffen, so Richtung Natur. Dann um für Friedenspolitik, um die Rüstungsexporte abzuschaffen. Das der zweite ganz große Punkt. Und der dritte ganz große Punkt, ist eine Gemeinwohlwirtschaft statt Profitmaximierung. Also sowohl auf Friedensebene, auf Naturebene und auch auf sozial-gesellschaftlicher Ebene. Da ist so viel Potenzial, mehr Menschlichkeit in diese Welt zu bringen. Genau, und dafür brauchen wir jeden und dafür stehe ich und steht unsere Partei.